Beruhigt euch, Nintendo Switch-Spieler da draußen. Bei diesem Titel mit diesem Thumbnail wäre ich auch zuerst ausgerastet, aber ich kann das heute wirklich erklären. Teilweise auf jeden Fall. Wir reden heute nämlich über Minecraft auf der Nintendo Switch und auch wirklich nur über Minecraft. Nach eigener Erfahrung, der Erfahrung vieler anderer Spieler da draußen und auch einfach den Fakten nach, ist die Nintendo Switch-Version von Minecraft eigentlich die schlechteste Plattform oder Plattformmöglichkeit, die man sich aussuchen kann. Abgesehen natürlich von den veralteten O-Gen-Konsolen, die heute nur mit Abstand die besten sind, meiner Meinung nach. I mean, good old times. So, guckt euch das hier an. Und wir laufen... Nein, was ist denn das hier? Bro, wer bist du halt mit... Während ich jetzt noch kurz überlegen muss, welche Memes ich noch ins heutige Video schneiden kann, könnt ihr ja mal eure Erfahrung mit der Minecraft-Version auf der Nintendo Switch kommentieren, diesen wunderschönen besten Kanal noch abonnieren und das Video liken für extra Glück im Leben. Beruht diese Geschichte auf einer wahren Begebenheit? Ja. Heute darf ich aber noch eine richtig nice Sache ankündigen, Freunde. Einen neuen Partner, auf den ich mich wirklich schon Monate gefreut habe, und zwar Nifter. Hier gibt es nämlich meiner Meinung nach die besten Mauspads, hochqualitative Tastaturen und auch Mäuse und vieles mehr. Hier habe ich ebenfalls mein wunderschönes Cherry Blossom oder Sakura Mauspad in der XXL-Größe her und ich meine, schaut es euch an, da kommen mir fast die Tränen, so schön ist das Ding hier. Dies gibt es übrigens in den Größen 3XL und XXL und das Ganze auch noch in Schwarz und in Weiß, aber Weiß passte meiner Meinung nach irgendwie mehr zu diesem wunderschönen Pinkton, aber ist ja Geschmackssache. Ebenso habe ich die Wireless NIF 22 Gaming Maus bekommen, die ich dank der mitgelieferten Cases jederzeit auch abändern kann. Checkt gerne mal wirklich die Seite Nifter ab, da gibt es so nice Sachen, Link ist in der Beschreibung und mit dem Rabattcode GG10, also GG10, könnt ihr noch schnappe 10% auf euren gesamten Einkauf sparen. Holy Macaroni, wie nice ist das bitte? Beschweren kann ich mich da normalerweise eher weniger. Gucken wir uns jetzt aber mal die Minecraft Switch Edition was genauer an. Wie eben schon erwähnt, rede ich heute speziell nur über Minecraft und nicht unbedingt wirklich über die Konsole allgemein mit dessen Spielen. Ich meine, Nintendo ist zwar ein Fall für sich, also die Firma, okay, hoffentlich werde ich nicht gesperrt, aber Klassiker wie Pokémon, Zelda und oder Super Mario sind bis heute unerreichbar und vor allem auch den neuen Zelda-Teil. Ich kann es kaum erwarten, Freunde, ich bin so hyped. Trotzdem muss ich gestehen, dass die Patchwork Edition der Konsolen, speziell halt wirklich von der Nintendo Switch, Xbox One und auch PlayStation 4 Version, echt viele Nachteile und auch Probleme haben. Aber wie gesagt, wenn ich abwägen müsste, ist von den dreien auch noch die Nintendo Switch am schlimmsten. Denn eines der größten Probleme genau auf dieser Konsole waren für mir oder mitunter auf jeden Fall immer die Performance. Also die normale Nintendo Switch, muss man da auch mal einen kleinen Fakt am Rande raushauen, hat einen sogenannten Customized Nvidia Tegra Prozessor verbaut. Und diesen findet man auch in etlichen Smartphones und auch anderen mobilen Endgeräten. Da kann ja auch nicht viel Performance bei rumkommen, meint man, aber andere Spiele laufen da halt auch. Des Weiteren ist mir in der Vergangenheit oft dieser unendliche Ladebildschirm aufgefallen. Also man startet das Game und oft mal wirklich für 5, 6, 7, 8 Minuten steht da wirklich 41%. Junge! Starte! Das Spiel! Diesbezüglich gab es halt in der Vergangenheit auch immer mal wieder sogenannte Hotfixes, also wirklich Notfall-Updates oder Patches, die das Ganze dann beheben sollten. Und keine Ahnung, ob das nur bei mir so ist, aber es passiert heute trotzdem noch. Zwar nicht mehr so oft wie damals, aber das ist so ultra nervig, dass sich das immer so ins Gehirn reinbohrt und ich immer wieder, ich bin so ein ungeduldiger Mensch, was das angeht. Junge, Technik und Wartezeit, nee, das geht nicht. Wenn das Game aber dann mal ohne Probleme gestartet ist, tauchte dann bei mir auch oftmals dieser Bug hier auf, der dir irgendeine Fehlermeldung aufgetischt hat und sich, ja, wer hätte es gedacht, nur durch Neustarten die Anwendung umgehen lässt. Oder du wirst einfach aus deinem Microsoft-Account rausgeschmissen. Freunde, wenn ich da schon drüber spreche, da steigt mein Puls auf 180. Ich sag's euch, in Mario Kart kurz vor dem Ziel noch irgendwie durch Betrug aufs Maul bekommen, meinen kleinen C an der Bettkante stoßen, alles würde ich bevorzugen und alles ist nichts im Vergleich dazu, wie oft ich schon im absoluten Rage-Modus wegen diesem Microsoft-Account-Fehler war. Junge, warum loggst du dich immer random aus meinem Account aus und wieso dauert es über 100 Jahre, sich wieder neu einzuloggen? Boah, was? Vor allem hat man für dieses Game nochmal extra 30 Euro bezahlt und eigentlich sollte man mir Geld dafür geben, dass ich das Ganze hier aushalte. Zu der Verteidigung aber der Nintendo Switch muss ich an der Stelle aber sagen, dass dieser Bug auch auf den anderen Bedrock-Plattformen aufgetaucht ist. Wo ich es wirklich noch nie hatte, ist auf der Windows 10 Edition. Vielleicht funktioniert das da irgendwie auch alles besser, aber auf der PlayStation 4 und auf der Nintendo Switch, da tun die beiden sich nicht viel. Da ist das schon so oft passiert. Das ist der absolute Hassbug meiner Meinung nach. Was ich persönlich nicht so oft hatte, allerdings eben bei meiner Recherche sehr, sehr oft auf Reddit gefunden habe, ist ein Bug, der deine Serverliste einfach mal komplett entleert und dreimal
einmal darfst du raten, wie du diesen Bug behebst. Richtig, du musst das Game neu starten. Juhu, ey, ich hatte heute eh nichts mehr vor. Ja, danke, Bro. Aber vielleicht ist das auch besser so, denn um online zu spielen, brauchen wir natürlich auch die Online-Mitgliedschaft, wie auf den anderen Konsolen. Und die Performance auf den Servern ist eher so meh. Also wirklich an alle Java-PvP-Schwitzer da draußen, für euch dürfte das hier wirklich wie Zeitlupe vorkommen auf den Servern. Da alles irgendwie sehr klobig und keine Ahnung. Man hat das Gefühl, alles läuft nicht so ganz flüssig. Manchmal ist gar kein Sound da vom Schlagen, manchmal schon. Manchmal trifft man nicht, manchmal schon. Allgemein der Input-Delay der Controller oder der Konsole allgemein. Also irgendwie hat man das Gefühl, dass es gar nicht mal so intens ist wie auf dem PC. Vielleicht ist es doch gut, ich habe keine Ahnung. Aber ich fand es immer irgendwie so weird und dachte so, ja, ich spam jetzt hier den R2-Button. Mal gucken, wer zuerst stirbt. Ja, wird schon, ne? Achso, und über den Ping-Bug möchte ich heute einfach mal gar nicht sprechen. Der existierte ja noch Monate länger auf der Nintendo Switch als auf den anderen Bedrock-Plattformen. Da müssen wir... Ne, lass es lieber. Das Thema lassen wir mal ganz weg. Ein weiterer Punkt, den ich immer wieder aufbringe, der einigen bestimmt auch schon zu den Ohren raushängt, sind die Content-Updates. Also allgemein Minecraft-Updates. Ähnlich wie auf der PlayStation 4 oder PlayStation 5 oder Sony-Konsolen gibt es hier kein Beta-Programm. Das liegt allerdings nicht an den Publishern, also an Mojang oder Microsoft, sondern an Nintendo und auch Sony, die aufgrund von User-Sicherheit auf den Konsolen, laut Mojang auf jeden Fall, keine unfertigen Testversionen dulden. Und das ist, glaube ich, auch wirklich so. Wenn es also einige Features schon monatelang in Betas irgendwie ja, existieren oder gibt, dann muss man hier wirklich dann bis zum Release eines neuen, kompletten Bedrock-Updates warten, wo man dann auch nur mit Glück solche Features schon als Experimente testen kann. Natürlich muss ich trotzdem sagen, macht es dadurch diese Version jetzt nicht komplett schlecht. Es ist wirklich praktisch, die Switch einfach mal wie so ein Tablet mit auf lange Toiletten-Sessions zu nehmen. Und glaubt mir, ich fühle das deutlich mehr, als irgendwie am Handy oder am Tablet zu hocken oder zu zocken, eher gesagt. Aber alles in einem läuft Minecraft hier nicht smooth genug. Also nicht flüssig und, ich weiß nicht, das fühlt sich alles so klobig an. Und ich bin der Meinung, dass man das nicht alles auf die technischen Daten der Konsole selber schieben kann. Ja, nur weil da ein Handyprozessor drin sind. Mein Gott, auf dem Handy läuft es flüssiger auf einer Switch. Und das kann ja bei bestem Willen nicht sein. Ich meine, die ursprüngliche Konsolenversion von damals, die gute alte, oder die erstmalige erschienene Bedrock-Version mit der alten Engine, liefen viel besser als die heutige. Und Jahre später, wie gesagt, heute mit der Render Dragon Engine, so heißt die, entstanden dann erst diese großen Probleme, was Performance angeht oder FPS-Drops. Ich meine, FPS-Drops kann man das Ganze nicht mal nennen, weil die FPS-Zahlen nicht mal oben waren, um überhaupt zu droppen. Das ist ein Instant-Drop. Die sind permanent gedroppt oder so. Ich kann euch da wirklich nur sagen, wenn man denn die Möglichkeiten überhaupt hat, abzuwägen, Rich People, wo man Minecraft draus spielen kann, sollte man die Switch Edition oder Switch-Version eher hinten dran schieben und da wirklich andere Spiele genießen. Da ich wirklich selber aufgrund von Lag, Performance, Wartezeit, Input-Delay und, ich bin da wirklich teilweise verrückt geworden. Aber vielleicht ist das auch noch meine Meinung und ich bin da irgendwie zu empfindlich. Eure könnt ihr da sehr, sehr gerne mal unten in die Kommentare schreiben. Also falls ihr aktiv auf der Switch mit Minecraft natürlich unterwegs sein solltet, haut da mal gerne ein paar Sätze raus. Nochmal, es ist kein Front an die Konsole allgemein. Ich liebe Nintendo-Spiele. Ich bin damit aufgewachsen. Unter jedem meiner Videos ist Zelda-Musik im Hintergrund. Dementsprechend, also die Switch ist irgendwie ein Must-Have, meiner Meinung nach, was Konsole angeht. Weil wo wirst du sonst Nintendo-Spiele drauf spielen? Macht ja auch irgendwo Sinn. Aber Minecraft auf dieser Plattform, oh, weiß ich nicht, Freunde. Aber das soll es dann auch schon vom Schleimi gewesen sein. Bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen, Freunde.